Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über einen Vers sprechen aus 2. Korinther 13. Der kam schon zum Schluss. Und interessant, wenn man so im Schlusswort nochmal was ganz Wichtiges sagen will. Und dann sagt er hier, ich komme zum Schluss, liebe Geschwister, freut euch, lasst euch ermutigen und zurechtbringen. Seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ja, so ein schöner Wort am Schluss. Ja, schon vieles war geschrieben, manches hat er da auch bemängelt, manches hat er sich ja geschrieben, was man richtig machen soll und so. Und zuletzt aber ist ganz Wichtiges, lasst euch ermutigen. Freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, es ist so etwas Besonderes, wenn die Christen sich freuen in dem Herrn. Wenn du mit jemandem sprichst und es ist dir schön mit ihm, weil er sich freut und die Freude, die kommt auch zu dir zurück. Wenn du aber mit Menschen redest, die sich nicht freuen, die sind wirklich verzagt, die sind verzweifelt, die sind mürrisch, die sind irgendwie ja nicht zufrieden mit nichts und so. Das ist nicht schön mit ihnen, aber mit den Menschen, die glücklich und freudig sind, da willst du mit ihnen sein. Und er sagt euch, freut euch. Es gibt immer Grund, sich zu freuen. Wenn man das Gute alles nimmt, was der Herr uns gibt, wir haben immer Grund zu freuen. Und lasst euch ermutigen. Manchmal will jemand schon nicht mehr, er sieht, das geht nicht so, jenes geht nicht so. Und dann will er gar nicht mehr so nach vorne. Nein, wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen vergessen, was da hinten ist. Und mit neuer Energie, mit neuer Liebe, mit neuer Gnade Gottes vorankommen. Und er sagt, und lasst euch zurechtbringen. Ja, es sind Dinge, also wenn man merkt gerade, man freut sich nicht mehr, man merkt immer wieder das Negative in den Menschen, man kommt irgendwie immer in so eine Verzagtheit, dann muss man sich zurechtbringen lassen. Man muss die Sachen ganz anders sehen und versuchen so sehen, wie Gott sieht, denn Gott liebt jeden Menschen und vergibt den schlimmsten Sünder, er zieht sie aus Liebe zu sich. Ja, er straft auch, aber er liebt. Liebe ist seine erste Eigenschaft. Und er sagt, macht euch, lasst euch zurechtbringen. Seid eines Sinnes und lebt in Frieden. Ganz wichtig, nicht immer ist es einfach eines Sinnes zu sein mit jemandem, wo wir verschieden die Sachen sehen. Aber wir können uns bemühen, ihn zu verstehen. Und auch, dass der Frieden regiert. Und manchmal verstehe ich nichts, dann lasse ich das bis zum nächsten Mal, bis ich wirklich es verstehe. Oder überlege mir und bete mich durch. Und dann kann ich vielleicht einen Menschen besser verstehen. Oder auch ihn zurechtweisen, wenn ich sehe, dass dadurch wird es ihm nicht gut im Leben gehen. Ich muss ihm da helfen und muss ihm auch was sagen. Und wenn es nicht geht, sagen, dann kann ich beten. Und was noch so wichtig hier ist, dann wird Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Also wenn wir uns freuen, wenn wir uns lassen zurechtbringen, wenn wir uns ermutigen, und dann, also, dann wird der Herr auch seines tun, weil wir unseres tun. Wir wollen diesen Frieden, wir bemühen uns, wir jagen dem Frieden nach, und dann tut der Herr. Und er sagt auch, dann wird Gott der Liebe auch und des Friedens mit euch sein. Es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen. Und ich denke noch vor dem aber, hat er ein paar Verse gesagt, denn wir kennen nicht wieder die Wahrheit, sondern für die Wahrheit. Wir freuen uns aber, wenn wir schwach sind und ihr mächtig seid. Und dasselbe wünschen wir euch, nämlich die Vollkommenheit. Ja, es ging da auch, also Fragen waren da genug mit den Korinther. Aber er sagt, also ich freue mich, wenn es euch besser geht, auch wenn wir schwach sind und ihr stark, dass ihr vollkommen wird. Aber eins kennen wir können nicht gegen die Wahrheit gehen. Und was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wer wird uns frei machen? Jesus, weil er die Wahrheit ist. Wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn lieben, wenn wir uns geht es wirklich um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit in dieser Welt, dann wird doch er uns auch erfüllen mit seiner Kraft. Und das ist so wichtig, also, aber wenn es nicht die Wahrheit ist, wenn es eine Lüge herrscht oder so, dann können wir nicht mitgehen. Wir gehen nur dann mit, wenn es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit, das ist etwas Schönes. Wenn man manchmal auch leidet, wenn man sieht, irgendwo ist Unwahrheit, das wird dich schon unterdrücken. Aber du stehst dann für die Wahrheit. Und die Wahrheit, die macht dich auch froh und glücklich. Nur in der Wahrheit kann man sich richtig freuen. Du kannst dich nicht in einer Lüge freuen. Und wenn es wird, dann wird es ganz kurzfristig sein. Nur in der Wahrheit kann man sich freuen. Nur in der Wahrheit kann man einander ermutigen und zurechtbringen.
Das ist so wichtig. Möge der Herr uns Gnade geben, wirklich an der Wahrheit, an Jesus so stark halten, weil er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Leben, das was Sinn im Leben bringt. Er bringt uns wirklich das, was wir in ihm bekommen und niemand in dieser Welt bekommen wird es. Manchmal wollen wir diesen wichtigen Mensch, jenen wichtigen Mensch, aber wir bekommen das Gute nur von dem Herrn. Menschen, wenn sie was bringen, dann sind sie selber in Gott, dann können sie uns auch weiterbringen. Wenn es aber nicht so ist, dann sollen wir uns mehr konzentrieren, selber auf Jesus, weil er ist die Wahrheit. Und für die Wahrheit sind wir und nicht gegen die Wahrheit. Möge der Herr uns das segnen und so einschärfen, dass wir sind für die Wahrheit und für den Jesus. Und er wird uns schon auch helfen in jeder Situation. Ihm sei Dank dafür. Amen.